Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute machen wir Prozentrechentrick, aber ich möchte euch nicht einfach den Trick geben, dass ihr ihn anwendet, ohne dass ihr es versteht, weil dann könnt ihr ihn manchmal falsch anwenden und deshalb gucken wir einmal, warum der Trick richtig funktioniert. So, damit wir den erstmal verstehen, müssen wir erstmal wissen, was überhaupt Prozent ist. Prozent ist nichts anderes als etwas von 100. Das bedeutet, 1% beispielsweise ist 1 von 100. 1 von 100 ist ein Hundertstel. Ein Hundertstel, ein Bruch, ist nichts anderes als eine andere Schreibweise für eine Geteiltdurchrechnung. Also ist es 1 geteilt durch 100. Und 1 geteilt durch 100 ist 0,01. Somit ist 1% 0,01. 20% ist 20 von 100. 20 von 100 sind 20 Hundertstel. Kann man natürlich auch kürzen, machen wir jetzt nicht. 20 Hundertstel ist 20 geteilt durch 100. Und 20 geteilt durch 100 ist nichts anderes als 0,2. Das heißt, 20% ist 0,2. Im Endeffekt, egal wenn ihr etwas ausrechnen wollt, rechnet ihr einfach zum Beispiel 80%, 80 durch 100 und das ist auch nicht schwer, 0,8. 3%, 3 geteilt durch 100 könnt ihr natürlich im Kopf rechnen, dann habt ihr 0,03 und so weiter. Machen wir einmal ein Beispiel, auch wenn das ziemlich einfach ist, aber damit die Grundidee ankommt. 15% von 100. Wenn wir das Ganze mit der Formel machen würden, W ist gleich G mal P Prozent geteilt durch 100, würden wir immer durch 100 teilen. Das ist ja der Grund, weil 15% ist 15 geteilt durch 100. Deswegen teilen wir auch durch 100, okay? So, und der Trick gilt dabei, dass wir uns diesen Schritt hier sparen, durch 100 zu teilen und das schon von Anfang an machen. Das bedeutet, statt dass ich 100 mal 15 durch 100 rechne, rechne ich als erstes 15 durch 100. 15 geteilt durch 100 sind 0,15 und dann mit dem Grundwert multiplizieren sind mal 100. Und das Ergebnis wäre 15. Okay, machen wir nun ein weiteres Beispiel. 20% von 140. Wir sparen uns nochmal diesen Schritt und 20% ist nichts anderes als 20 geteilt durch 100. 20 geteilt durch 100 ist 0,2. Ist ganz einfach, kann man im Kopf rechnen. Nun multiplizieren wir das, wie gesagt, mit dem Grundwert oder andersrum mal 140 und das Ergebnis wäre 0,2 mal 140 ist wie 2 mal 14, das sind 28. Okay? Machen wir nochmal ein Beispiel. Nun aber 125% von 80. Okay? So, hier gilt dasselbe. 125 geteilt durch 100 sind 1,25. Zwei Nachkommastellen. Und dann haben wir das Ganze mal 80. Und das Ergebnis wäre 100, das kann ich euch schon sagen. Natürlich, in so einem Fall hätte man natürlich rechnen können oder wenn es schwierigere Zahlen sind. Aber ihr könnt euch das einfach, dieses durch 100 teilen, einfach von Anfang an sparen. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir es in die Kommentare oder auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.